du als letztes gegoogelt? Oh, wenn ich mich recht entsinne, müsste das ein Kumpel von mir gewesen sein, den ich ewig nicht mehr gesehen habe. Er lebt inzwischen in England. Und hast du da was gefunden? Ich glaube, ich habe seine E-Mail-Adresse gefunden. Ich glaube, ich muss mal anschreiben. Ja gut, die muss uns am besten jetzt nicht sagen. Ne? Die kenne ich auch noch selbst nicht. Ich habe es mir nicht gemerkt. Sie steht im Internet. Und hast du vielleicht einen Web-Tipp für uns? Irgendeine coole Website, die man sich anguckt? DTK.de. Deutscher Techno-Club. Techno-Club? Immer Informationen über gute Hunde, ja. Ich habe Techno-Club. Tackle-Club. Achso. Und du bist Hunde-Fan, oder? Also ich habe jetzt dieses Jahr in 13,5 Jahren meinen dicken Pariser. Ich habe, also wenn ich am 12. April nicht mehr lüge, einen 14 Jahre alten 50 Kilo schweren Pariser zu Hause rumhängen. Ist das außergewöhnlich, dass er so alt wird? Barney ist 15,5 geworden. Das Herz hätte noch länger gemacht, aber der Körper hatte 8 Tumore. Es ging einer an der Schnitz, konnte ich mir saufen, nicht mehr fressen. Den mussten wir leider himmeln. Jetzt liegt er im Garten. Oje, oje, oje. Unter einer Kiefer, die er selbst gefunden hat. Vor Jahrzehnten im Wald bei München. Ach, da habt ihr die da geklaut? Nö, die stand ja im Wald einfach so herrenlos rum. Meine Mutter nimmt immer so Setzlinge mal mit, mal mehr, mal weniger. Ich mach das auch gerne. Im Moment züchten wir schon wieder was Neues in der Küche, im Topf. Was denn? Auch eine Kiefer. Also ihr seid auch Kiefernfans? Hatten wir früher mal als Weihnachtsbaum, aber gibt ja kaum noch welche. Insofern haben wir inzwischen immer mit dem Tackle Club geschlagene Weihnachtsbäume. Wir fahren einmal im Jahr in der Weihnachtszeit zum Baumschlagen bei einem Baustoffhändler, wir fahren das ja beim Bau, mit Erbsensuppe, Glühwein, allem drum und dran, herrlich. Cool, hört sich gut an. Und wie kommt es, dass ihr ausgerechnet auf diese Hunderasse steht? Ja, den ersten haben wir durch Schicksal gekriegt. Mein Opa ist 1977 gestorben. Oma sollte nicht allein sein, hat Oma einen Hund gekriegt. Ist man auf den Dackel gekommen. Oma wollte sich aber um den Hund nicht kümmern. Hund zurückgeben war nicht, also haben wir uns erbarmt und ihn genommen. Quacks 1 ist dann 6,5 geworden, ist uns vor der Haustür angefahren worden. Ist mit Herzinfarkt vor Freude gestorben beim Arzt, als er abgeholt werden sollte, der bekloppte Hund. Danach kam dann Quacks 2, der ist dann 10 geworden, ist mit Wasser in der Lunge in Italien geblieben. Also ich war 4 Wochen in Florenz, Sprachkurs, komme mir am Flughafen an, meine Eltern holen mich mit Hund ab. Das war nicht Quacks, der ist tot. Heulschluchz, das war Barney. Hallo Barney, Vertrauen sofort verflogen. Ein Vierteljahr später haben wir dann Beethoven gekriegt, weil Darius, den wir eigentlich haben wollten, wollte Barney unterbuttern. Barney ist doch da rausgekommen mit dem Zwinger, weil er schon der letzte Dreck war. Den haben selbst die Welpen untergebuttert, das ging nicht. Also haben wir Beethoven genommen, weil Beethoven vorbeigekommen hat, geschubst, hallo Barney, wie geht's? Es ist weiter marschiert. Seitdem lebt bei uns jetzt mit 15 Jahren Beethoven zu Hause. Also am Ende... Und er ist taub. Oh Gott, aber ihr habt auf jeden Fall immer ein paar lustige Geschichten. Im Moment haben wir 6, es werden wieder 7. Utopia ist schwanger. Ich hoffe immer, sie schon meisten schwarz-roten Rüden mit rausnehmen, behalten wir dann. Habt ihr keine Fotos von den Hunden alle irgendwie vielleicht auf einer Website, dass wir uns die mal angucken können? Höchstens unter der Trollburg, aber ich glaube, wir haben kaum was. Also Trollburg? Ja, ist so ein Dackel-Chat. Nee, aber also auf jeden Fall ist ja die Hochzeitsanzeige von Utopia und Picasso gelaufen. Wir geben die Vermählung von Utopia de Panissier mit Picasso von der Taunushöhe bekannt. Ist der Vater von den Welpen, die gerade in Produktion sind. In 3,5 Wochen ist es soweit, da müssen sie kommen. Boah, und diese Anzeige, die können wir auch nirgendwo mehr finden? Ich glaube nicht, da kommen so viele täglich rein bei der Trollburg, das ist Wahnsinn. Das ist die Trollburg. Trollburg. Und das ist so ein Dackelchat. Ja. Also quasi dann alle Fans können sich dann untereinander auch austauschen und neue... Das sind fast nur Züchter. Also ihr seid auch Züchter. Ja klar. Wir haben damals beschlossen, komm, jetzt wollen wir auch züchten. Da haben wir dann die Hündin gekriegt, Hillary, die wird jetzt auch 14 Ende März. Ihre Tochter, ihre einzige, sie ist einmal in ihrem Leben wirklich schwanger geworden. Also co-schwanger mit den anderen. Mit Tiritz, sie hat immer schwanger gespielt. Ist es aber nie gewesen. Nein. Bis zum letzten Tag hat sie gefressen wie eine Blöde und dann Schwangerschaftshypochonder sozusagen. Ja. Und einmal hat sie einen Welpen gebracht, Annika. Die ist jetzt auch gestern 9 geworden. Vorgestern. Und die habt ihr alle zu Hause? Ja, die leben alle zu Hause. Die können ja rein und raus. Bei dem Wetter ist die Terrassentür eigentlich immer auf. Ja, eigentlich ganz angenehm. Für die Hunde, ja. Also dann gucke ich mich, ich informiere mich mal ein bisschen. Was ist das Besondere eigentlich an dieser Rasse? Gibt es irgendwas, was ich da... Das sind Jagdhunde. Die sind theoretisch alle jagdlich geführt. Also im Moment ist Annika Top 1 Jagdhund, weil Beethoven hat ärztliches Jagdverbot. Der hat einen Herzkasper, also der kriegt sowieso schon eine Herztablette täglich. Meiner kommt mit einer halben täglich aus, aber... Jetzt mal eine Frage. Wenn du so lange und über lange Zeiträume hinweg immer verschiedene Hunde hast, ist das dann so, hat man da noch eine enge Bindung zu den Hunden? Weil die ja anscheinend ja doch... Laszlo ist eindeutig meiner, das weiß er, das weiß ich. Er hat sich damals, weil ich ihn gesehen habe, in mich verliebt, ich mich in ihn. Das war in Burgund, weil die werden ja in Paris geboren, müssen in Burgund aufwachsen, die armen Tierchen. Der saß immer beim Fressen bei mir, beim Essen. Immer bei mir an der Seite, weil er wusste, oh, da fällt was runter. Ja, und ich so konnte den Blick nicht widerstehen von diesem kleinen, mit schwarzer Maske behafteten Hund. Der guckt auch heute noch, wenn ich sage, lass uns 25, Hunger. Hast du den direkt irgendwie gelockt und nee, gar nicht. Der lag auch immer auf seinem Sessel. Der wollte ich einfach haben. So ungefähr. Und ich bei ihm.
cool. Der hat auch danach die 3 Wochen jede Nacht bei mir im Nacken geschlafen. Morgens 7:00 wollte er mit seiner Schwester Lorelei raus. Als Nackendackel sozusagen? Nackenrolle. Der war, hieß als Baby schon dicker. Nein, der wollte morgens 7:00 raus aus dem Zelt, ist rausgegangen mit seiner Schwester Lorelei. Sie hat sich dann wieder ans Fußende gelegt. Was macht er? Klatscht nach, wie er vom Tau ist, meist wieder bei mir im Nacken. Ich muss mir morgens nicht mehr den Nacken waschen. Es war kalt, aber der Hund wurde ja direkt warm. Das hört sich alles unglaublich aufregend an. Also wir gucken uns jetzt auch mal an, was die Dackel im Internet, was man darunter mal finden kann. Tackle Club, ne? Tackle.de, einfach Tackle bei Google eingeben, müsstest du eigentlich alles kriegen. Alles klar, Dankeschön. Bitte. Schönen Tag noch.